Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Steam Spiel Festival Specials. In diesem Special checke ich ja für euch die aktuell bis zum 9. Februar spielbaren Demos von Spielen, die normalerweise keine Demo haben. Das hier ist das zweite Spiel, das ich euch vorstelle, Gatewalkers. Das gucken wir uns gemeinsam an. Auch hier gilt wieder wie in Episode 1 zu Black Book. Werden wir hier uns auch einen ersten Eindruck holen. Blind, das Ding habe ich auch ganz lange auf der Wunschliste gehabt. Sehr geile Sache, dass wir die Demo spielen können. Geplantes Veröffentlichungsdatum ist das zweite Quartal dieses Jahres und Entwickler und Publishers A2 Softworks. In der Beschreibung heißt es, Gatewalkers ist ein kooperatives Überlebensspiel mit RPG-Elementen, in dem der Spieler mehrere Welten bereist, um seine zu retten. Entdecke die prozedural generierten Welten, konfrontiere dich mit ihren Einwohnern und mehreren Herausforderungen wie extreme Wetterbedingungen und. Action-RPG, Survival, Online-Koop, isometrisch, das sind die Tags. Wir drücken direkt auf Beta spielen. Da muss Screenshot machen. Ne? Kräuter wachsen vor allem in der Nähe von Seen und Bächen. So, Beta-Test. Danke, dass ich daran teilgenommen habe, etc. Genau, einfach nochmal ein Hinweis. Ne? Ist Beta, Work in Progress 041, Q2 diesen Jahres. Erstellen wir einen neuen Charakter. So, Auswahl zwischen Männern und Weiblein. Da ich mir vorstellen kann, dass es sowas wie Mages und Co. gibt. Na, wobei, egal. Wir gucken uns erstmal die Frauen an. Frisuren. Schnurrbärte, Bart, Bärte an sich. Wir haben verschiedene Hautfarben. Gehen von beige über lila über matschgrün, braun und schwarz. Also richtig schwarz. So, Gesicht. Können wir ranzoomen? Geht nicht. Noch nicht. Doch, geht. Nicht mit Mausrad, aber so. Okay, check mal die Männer aus. Erstmal die Gesichter. Also im Grunde genommen alles vorhanden, kaukasisch, asiatisch und Co. Auch hier wieder die diversen Hautfarben. Frisuren. Das ist die typische Minimal-RPG-Auswahl. Quasi keine. Ja. Irgendwie war es hier bärtetechnisch. Wir haben im Grunde genommen mehr Bartauswahl als Frisuren. Kein Bashing, das ist einfach ein witziger Umstand, finde ich. So, dann wir nehmen auch tatsächlich, wir nehmen ihn. Mit einer Glatze. Und einem, geht ein silberner Bart. Ja, vielleicht nicht ganz weiß. Genau, nehmen wir mal so. Alright. Spielen. Okay, also erste, schon mal keine Klassenauswahl erstmal. Echt gespannt, also die Mischung aus Action, RPG und Survival? Klingt interessant. Bleib in der Nähe einer Lichtquelle, um die Dunkelheit zu überwinden und deinen Geisteszustand aufrechtzuerhalten. Ja, auch immer mehr im Kommen. Darkest Dungeon hat's vorgemacht. Völlig anderes Genre, aber Wahnsinn, Geisteszustand. Okay. Okay, die bedanken sich für die Teilnahme. Hier können wir ein Souvenir Level 3 Umhang für Alpha-Teilnehmer. Okay, sehr schön. Linksgrundlagen. Ja, BSAD. Mit der Maus können wir. Oh, ziehen, ja. Action-RPG, tatsächlich. Ich werde verrückt. Kurzer Sprung. Ah, je länger ich halte, desto rad ist, in dem er sich bewegen kann. Interessant. Ja, wir können Gatewalkers bis zu 4 Personen im Koop-Modus spielen. Über Freundesliste. Titel verschieben. Okay. Ja, wir klicken es mal durch, bisher nichts Außergewöhnliches. Skillset hängt von der Ausrüstung ab, die du trägst. Path of Exiles lässt grüßen. Ressourcen sammeln, brauchen wir Werkzeuge. Je besser die Qualität der Werkzeuge, desto effektiver. Gesundheit, Fitness regenerieren. Über Schlaf, dann einen Schlafsack. Gibt uns einen Bonus, wenn wir ausgeruht sind. Lebensgeneration.
Schlafen ist der einzige Weg, deine Gesundheit zu regenerieren. Craften. Dann haben wir auch einiges schon drin. Weil es immer fehlen viele Zutaten. Also was wir haben, sind die Rezepte. Filter ausklappbar, Nutzzeug, zweite Hand, okay. Aber kein irgendwie, du hast davon schon Materialien oder so. Aber ich muss mal denken, 041 Beta. Fortschrittsbaum. Wir gucken uns natürlich. Perf of Excel, das ist grüßen. Nicht ganz so mächtig, aber das sieht doch schon mal nach was aus, ne? Was haben wir hier alles rund um Crafting? Crafting Bogen. Kriegshammer. Kraftstab. Zweihändige Langstreckenwaffe. Ist auch eine schöne Beschreibung für einen Zauberstab. Rundschild, Holzfäller, Hut. Das hat interessante. Das ist ein interessanter Aufbau. Wir klicken mal jetzt mal ein bisschen stichprobenartig. Tief. Mal in die SD 9. Great Hammer, Great Mace, Ritual Dagger. Da sehen wir hier. Wir beginnen mit dem Bogen, können aber quasi uns auch in Richtung Schurke dann entwickeln. Wobei man guckt hier. Ende der Fahnenstange hier wäre Assassine. Hier aber Langbogen, Compoundbogen. Oder hier würde sogar Armbrüste gehen. Das wird natürlich bei der Zauberei gespannt. Hier magisches Schwert, Kraftstab T2, Light Orb Catalyst. Ja, da kann man. Das sind jeweils nochmal Ausrichtungen. Okay, das sieht auch schon mal gut aus. Fortschrittspunkt. Während deiner Expedition wirst du Fragmente antiker Ausrüstung finden. Nimm es und gib es Victor im Labor. Okay. Dafür bekommen wir Fortschrittspunkte, mit denen können wir Rezepte im Fortschrittsbaum freischalten. So. Wasserhaushalt des Körpers. Wenn so ein kritisches Niveau fällt, beginnen wir Schaden zu nehmen. Okay. Sättigung gibt's auch. Da haben wir bisher. Sehen wir zumindest mal nichts. Wird auch nichts entdeckt. Also wir haben auch keinen mehr. Und geistige Gesundheit. Wenn die geistige Gesundheit unter die kritische Stufe fällt, werden wir von Albträumen angegriffen. Die Biester werden uns angreifen, bis wir uns mit einer Lichtquelle wie einer Fackel oder glühenden Pilzen ausrüsten. Oder wenn wir nicht in der Nähe eines Feuers sind. Also sprich in der Dunkelheit. Okay. Waffe mit elementarer Energie gesättigt. Ein Angriff mit der Waffe eines bestimmten Elements hat denselben Effekt auf den Gegner. Die Ladungen reduzieren den Widerstand gegen Schäden durch benachbarte Elemente. Die Ladungen reduzieren. Ah, das ist interessant. Habe ich Feuerladung, dann wird da entsprechend der Schaden, der hier eingeht, über Gift und Blitz reduziert, zum Beispiel, wenn ich das richtig verstehe. So. Sammeln von 6 Elementarladungen löst die Fähigkeit aus, um aus ihnen ein Combo zu machen. Um die Ladungen zu verbrauchen, benutzt das ultimative benachbarte Element. Da, das sind die grünen Pfeile. Und das hier sind dann vielleicht die Widerstände. Wird hier zumindest nicht erklärt. Herr der Finsternis. Um den Herrn der Finsternis effektiv bekämpfen zu können, solltest du standardmäßig Steinfackeln in der Nähe seines Verstecks anzünden. Einige der Fähigkeiten des Herrn der Finsternis können sie auslöschen. Das Bekämpfen des älteren F-Links erfordert eine gewisse Strategie. Okay, da gehen sie jetzt tiefer hinein. Wir gucken uns jetzt das mal das Spiel weiter an. Recht, sprich mal mit Elana. Was brauchst du, Neuling? You there, Rookie. Have you passed your Guild Academy test? Doesn't matter. This will be your trial. You must help our brothers and go there and take everything. You can keep it. Okay. Wir ignorieren den Dialog mal so überwiegend. Jetzt können wir wohl alles austesten. Machen wir mal. Was kriegst du denn von der Ausrüstung ab? Ja. Gibt es sowas wie Gewicht? Haben wir noch gar nicht geguckt. Last hier.
Wir nehmen trotzdem alles mit. Ah. Rechtsklick. Mit direkt aus Außenlager raus. Okay, was haben wir jetzt? Kraftgeschoss, 72 Schaden. Wenn das Ziel einen Machtfluch hat, absorbiert das Kraftgeschoss diesen, fügt zu sich 217 Schaden zu. Ah, er feuert leider nicht blind. Jedenfalls nicht das Machtgeschoss. Ja, doch so. Kraftnova. Fügt dem Werfen im Radius 4 Schaden. 63 Schaden, macht Ziel für 1,5 Sekunden bewegungsunfähig. Okay. Das ist schon mal ganz gut. Mage sollte sowas haben. Das ist ein CC. Aber dann gucken wir uns mal einen Bogen an. Einzelschuss, 96 Schaden. 3 Bogenladungen eingesetzt, macht sie 240 Schaden. Ihr Schuss, der das Ziel trifft, wendet eine Bogenladung an. Schießt eine Gruppe von Kielpfeilen und Pfeilen und Ausweichschuss. Das testen wir mal auf Q. Aha, wenn ich 1 oder 2, ich habe die ganze Zeit immer Zeug gegessen, weil ich 1 und 2 gedrückt habe. Was natürlich extrem dumm ist. Okay. Schauen wir mal den Hammer und Schild. Da sehen wir auch, unten ist jetzt dieser Schildblech dazugekommen. Das ist Sturmschild oder Schildblech ist eigentlich Standard mit Schild. So. Mächtiger Schlag, Erdschlag, 504 Schaden, ist er böse und betäubt auch noch. Das testen wir jetzt mal. Ich hoffe, da kommen jetzt bald Gegner. Testen wir uns beim Kampf. Weltenscanner. Große Welt. Ah. Okay, sehr klein. Level 1 Einführung. Da sind wir die Ressourcen, die wir bekommen können. Die harte Bedrohungen. Junge Hyäne, junger Äffling. Wald, Stickstoff, Sauerstoff etc. Fähigkeiten, Missionen, Gildenlager. Okay. Haben wir gewählt. Was müssen wir machen? Level 1. So, das ist Portal. Bin echt gespannt, also. Wusstest du, dass die Surin ja gerne grillen? Deshalb haben sie auch immer Kohle dabei. Ich grill auch gerne. Und ich habe nicht immer Kohle dabei. Lädt. Bitte warten. Ich bin sehr auf den Kampf gespannt. Ah. Karte. Eigentlich mein Gegner. Ja, links haben wir jetzt unsere Anzeige auch. Ernährung, Situation und geistige Gesundheit. Tageszeit. Das ist eine Barriere. Ja. Das erinnert mich aktuell gerade an viele Spiele. Aus irgendeinem Grund auch an New World. Aber vor allem auch an Path of Exile. Grim Dawn. Klar, RPG, aber auch von der Atmosphäre so ein bisschen vom Style. Und vor allem die Karte. Das ist fast 1:1 Path of Exile. Ich habe das Lagerfeuer geguckt und die Beschreibung gelesen.
Wir rennen jetzt so um den Nadelbaum. Haken wir mal. Haken wir einfach. Nicht alles, aber ein bisschen was muss sein. Bin eh immer so farmfaul. Gut, wenn wir was vorher auffüllen können. Trinken wir mal was. So, probieren wir es mal mit einer anderen Waffe. Ja, Minimap ist halt, ne, sehr minimalistisch. Auf einer gewissen Ebene fühlt es sich auch an wie Titan Quest. Was natürlich super ist. So, switchen wir mal auf den Zauberstab. Kraftgranate. Flingsrohr, Rohkost, das kann gekocht werden, das machen wir noch. Das werden wir uns auf jeden Fall auch einverleiben. Will ich schon kochen. So, treffen wir hier oben. Ja. So, jetzt haben wir eigentlich Hunger. Oh, Stun. Es ist interessant, wie es spielt. Also ich kann es doch gar nicht so richtig einordnen. Was mir fehlt, ist tatsächlich ein Schwert. Das Schwert wäre auch sehr nett. Das Ausweichen ist auch interessant, aber auch schräg. Wollte normal, vielleicht kriegen wir auch hier in Ohren. Oder einen Ohreneintopf. Ein bisschen leid tun, ne? Kleine Affen abschießen. Da, machen wir am Wasser, das Lager. Lagerfeuer. So. Pilze mit Kräutern. Das klingt super. Eidechsen-Ei-Omelette, das machen wir. Da haben wir nicht genug Zutaten. Kann das irgendwo nicht erkennen. Holzkohle. Das machen wir immer. Just for fun. Das sind ja unterschiedlich, ne? Rauer-Lock, einfacher Lock, Holzkohle. Efflings-Ohrensuppe. Was fehlt mir? Leerer Ledersack? Wie? Doch ein leeren Ledersack, oder? Das sind nur Ladungen. Wobei, ne, eigentlich habe ich alles. So, jetzt haben wir Effingsohr hergestellt. Das futtern wir auch noch. Aber es ist Rohkost.
Was ist rauskommen hier? Erdgesohrensuppe. Ah, das. Das sind schon mal gut ernährt. Lass uns mal hoch. Das geht nicht. Pilz geht auch nicht. Also man muss kochen. Alright. Dann machen wir testweise hier noch schlafen. Ne, das machen wir nicht. Wir suchen jetzt mal noch. Ich glaube, das ist Gildenlager. Genau, Rechtslager der Expedition. Ja, die Art anzugreifen ist seltsam, aber es macht Spaß natürlich. Ich bin so dran gewöhnt, sage ich. Das Ausweichen klingt auch sehr schräg. Das Lager muss doch irgendwo im Wasser sein, oder? Hallo, da muss man nicht liegen. Komm nicht dran vorbei, lauf. Da haben wir eine Bogenladung. Oh, Passivslots. Zwei Bogenladen, drei Bogenladen. Ich weiß nicht, ob alle, doch hier sind wir es. Ich glaube, alle haben einen Effekt mit, je nachdem, wie viele Bogenladungen tief sind. Und im Grunde genommen, ich kann die auch nicht aufsparen, sondern das heißt, ich muss mir den nächsten Angriff überlegen, bei dem ich die Bogenladen entsprechend so nutzen möchte. Was dann ohnehin verbraucht wird. Was auch ein gutes Konzept ist. Ich kann mir vorstellen, dass es später mit mehreren Fähigkeiten oder anderen Fähigkeiten tatsächlich auch ein stärker taktisches Element hat. Aktuell sicher ist es erstmal hier entweder 240 Schaden oder hier 600 Schaden inklusive Verlangsamung. Ist vom Balancing her, muss ich sagen, finde ich nicht so klug. Aber es ist noch 041er Beta. Und natürlich würde ich immer die Salbe nehmen. Ich meine, 600 Schaden gegenüber 240 Schaden. Plus Verlangsamung um 60%. Hier 440 Schaden, dafür Verlangsamung um 80%. Also, das. Ja, also, muss man mal gucken, wie das bei anderen Fähigkeiten aussieht, wenn die dazukommen. Aber es ist natürlich wichtig, dass diese Fähigkeiten ja also jeweils doch andere Aspekte mit sich bringen, die man dann auch wirklich taktisch nutzen kann. So, dann füllen wir hier auf. Diesel ist reich. Das Lager finden. Ah, ich glaube da hinten. Wurde wahrscheinlich schon die ganze Zeit angezeigt. Das hast du nicht bemerkt. Ja, 600 Schaden ist an Bord. Thank you.
Ja, die setzen schon ein bisschen mehr zu. Ja, Hunger. Ja. Witzig Hunger. So, aber wir sind zum Lager angekommen. Albert der Wächter, wie lange sind wir hier? Ich habe die Zeitrechnung verloren. Bleib locker. This is the backup we asked for? Whatever. Wir sehen aus, als hätte uns ein Affenfledermaus platt gemacht. Hol die Gegenstände. 0 von 4 Kräuter, 2 von 2 Baumwollfasern. So viel vor was essen. Aber ich kann kein Lagerfeuer machen. So, craften können wir das mit beliebiger Lok. Schon haben sich die Bäume bezahlt. Wir schneiden die Buche. So, okay, wir craften. Oh nice, Schatzdetektor. Kein Schatz in der Nähe, klickt mit der rechten Maustaste um zu benutzen. Was brauchen wir dafür? Auch nur Holz. Bratfleisch. Öffnungsohrensuppe, das geht wohl immer. Und genug gesammelt. Lohnt sich auch, die da unten einzufangen. Kann ich zwei essen. Ja, unsere geistige Gesundheit ist bisher eigentlich recht gut. So, da gab es noch Kräuter. Okay. Also, wir müssen noch mehr Kräuter holen etc. pp. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Aber ich glaube, man konnte jetzt doch schon mal einen guten ersten Eindruck davon bekommen, wie das Spiel so, was das Spiel so bietet. Ich bin mir sicher, dass das noch tiefer gehen wird. Was ich sagen kann zum Fazit her, jetzt gerade weil ich auch noch den Kontrast habe zu Black Book, was ich als letzte Demo zuvor gezockt hatte. Es zieht mich nicht ganz so in den Bann wie Black Book. Allerdings merke ich schon, dass ich hier Bock habe, auch weiter jetzt noch Materialien zu sammeln und hier auch mehr Fähigkeiten zu bekommen und einfach auch mal zu sehen, worauf wir das Spiel, so sage ich mal, das Kernelement dann hinaus. Wohin entwickelt es sich dann auch von der Mechanik her. Dadurch, dass das Ganze auch noch als Multiplayer bis zu 4 Spieler spielbar sein wird, könnte es, glaube ich, interessant für viele sein, plus eben halt noch ARPG. Das Kampfsystem oder der Kampf selbst fühlt sich interessant an, einerseits wie schon oft gespielt, gepaart mit ganz eigenen Feeling. Am besten, glaube ich, könnt ihr euch das tatsächlich selbst holen, diese Erfahrung, indem ihr das Spiel spielt. Die Link zur Demo findet ihr unten in der Beschreibung. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal.